Christoph, wie muss man aktuell die Vorkommnisse deuten, dass die Russen Soldaten, also Militär, auch nach Belarus verlegen und schicken? Was steckt dahinter? Ich denke, Wladimir Putin verfolgt damit einen Plan und vor allem zwei Dinge. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass 9000 russische Soldaten gemeinsam mit belarussischen Soldaten ein Kontingent bilden, das Ganze dann noch ergänzt durch Panzer und auch Haubitzen, dann dient es dazu, dass die Ukrainer gebunden werden, dass ukrainische Truppen an der ukrainisch-belarussischen Grenze gebunden werden und damit diese Truppen nicht in Bachmut oder in Cherson oder in Saporosche eingesetzt werden können. Der zweite Grund ist, glaube ich, dass Wladimir Putin im Windschatten dieses Krieges versucht, diesen Unionsstaat Belarus-Russland zu forcieren, voranzutreiben, unter russischer Dominanz. Das heißt, dass Putin eines Tages diesen Staatenbund komplett kontrollieren und dominieren wird. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiges Ziel ist, das Putin über die Jahre immer verfolgt hat. Lukaschenko, der belarussische Machthaber, hat sich immer gewunden, wollte das nicht. Aber die Umklammerung oder die Umarmung durch Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist enorm. Und wenn sich Russland erstmal festgesetzt hat in Belarus, auch jetzt mit diesem neuen Kontingent, dann wird Russland nicht mehr gehen. Und ich glaube, eines Tages wird es dann so sein, dass Lukaschenko nur noch der Gouverneur von Minsk ist. Christoph, recht vielen Dank nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.